Ja, wir haben gestern Abend von den Wählerinnen und Wählern in Nordrhein-Westfalen einen klaren Auftrag bekommen. Dieses Land soll mit stabilen Mehrheiten rot-grün 5 Jahre regiert werden. Wir haben im Wahlkampf punkten können, natürlich mit unseren klassischen Themen der Umweltpolitik, der Klimaschutzpolitik. Wir haben aber auch in anderen Politikbereichen dazu gewonnen. Wählerinnen und Wähler haben uns auch für soziale Gerechtigkeit, für gute Bildung, für eine gute Familienpolitik gewählt. Ja, das gibt uns Rückenwind, aber unsere Wählerinnen und Wähler haben uns auch aus Überzeugung gewählt. Unsere Wählerinnen und Wähler sagen, wir sind die Partei mit der höchsten Glaubwürdigkeit. Ja, und wir haben, und das finde ich ganz besonders positiv auch für uns als Landesvorsitzende, wir haben einen unglaublich geschlossenen Wahlkampf gehabt. Wir hatten ein super Team, eine gute Arbeit in der Wahlkampfkommission. Und ich glaube, das ist bei den Leuten auch angekommen, dass hier eine Partei auftritt, die wirklich geschlossen ist und wo alle auch hinter der Spitzenkandidatin gestanden haben. Ja, es hat Spaß gemacht. Wir sind zwar müde, aber uns geht es, glaube ich, heute Morgen ganz schön gut. Absolut. Wir bedanken uns bei unseren Wählerinnen und Wählern für dieses tolle Vertrauen, für die Bestätigung unserer Arbeit in den letzten 2 Jahren. Und das ist für uns natürlich ein Auftrag. Wir wollen jetzt mit der SPD gemeinsam schnell in Gespräche eintreten, wollen die Koalition der Partnerschaft auf Augenhöhe fortsetzen. Das war eine gute Zusammenarbeit für Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, wir sind auch für diesen neuen Stil, auch miteinander, auch jetzt so gestärkt wiedergewählt worden. Und über die Grünen ist ja auch sehr viel gesagt worden in den letzten Wochen, nämlich zum Beispiel, dass sie alt und uncool seien. Und das, was diese Partei daraus gemacht hat, ist einfach toll, nämlich wirklich mit inhaltlichen Überzeugungen zu punkten. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Und wir freuen uns jetzt auf die nächsten 5 Jahre in diesem neuen Landtag. Ja, und ab morgen geht die Arbeit los. So ist es.